Ehrenmord in Worms. Wir haben neue Details und neue Informationen rund um die Familie. Nicht nur der Vater ist Polizei bekannt, auch die getötete 15-Jährige war Polizei bekannt. Und, oh Wunder, hat man einen versuchten Mord eines afghanischen Staatsbürgers in Zweibrücken ganz in der Nähe von Pirmasens vergessen, der Öffentlichkeit mitzuteilen. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Machen wir hier direkt mal mit dieser vergessenen Meldung den Anfang. Es gab eine Messerstecherei in Ernstweiler. Ein junger Mann aus Afghanistan, er sitzt jetzt in U-Haft. Sie schreiben hier, ein Anfang 20-jähriger Zweibrücker, der aus Afghanistan stammt. Nein, ein 20-jähriger Afghane, der in Zweibrücken lebt, wäre korrekt. Aber ein Anfang 20-jähriger Zweibrücker. Also, sollen Sie lieber gendern, aber das ist ja Katastrophe. Er sitzt in Untersuchungshaft. Er soll seinen Mitbewohner am 28. März 2024 in der gemeinsamen Wohnung versucht haben, abzustechen. 29 ist der Mitbewohner, 20 Jahre ist der Täter hier. Das Opfer kam mit mehreren Stichverletzungen in eine Klinik, konnte operiert werden und hat es überlebt. Der Beschuldigte wurde dann in der Nähe des Hauses relativ zeitnah festgenommen. Es gibt auch Untersuchungshaft für diesen Afghanen. Es wird wegen versuchtem Mord ermittelt. Der Vorfall ist allerdings in der Presse nicht erwähnt worden. Nein. Hier heißt es, es wurde erst Mitte Juni in einer geschlossenen Facebook-Gruppe von Augenzeugen erwähnt, wodurch dann der pfälzische Merkur auf das Thema aufmerksam wurde und es aufgegriffen hat. Die Sprecherin des Polizeipräsidiums Westpfalz in Kaiserslautern sagte gestern am Donnerstag auf Anfrage, es lasse sich nicht mehr nachvollziehen, warum keine Pressemeldung veröffentlicht wurde. Es habe keinen Grund gegeben, das nicht zu tun. Eine mögliche Erklärung ist, dass es schlicht vergessen wurde, da die Tat direkt vor den Osterfeiertagen geschehen ist und zwei Dienststellen und die Staatsanwaltschaft beteiligt waren. So viel zum Thema. Wir können uns auf die Polizei verlassen und es wird schon nichts unter den Teppich gekehrt. Nein, nein. Nein, nein, nicht im besten Deutschland aller Zeiten. Kommen wir zurück zum Ehrenmord in Worms. Wir wissen inzwischen, die 15-Jährige soll Ronja geheißen haben. Und es gibt auch Verdachtsmeldungen, dass Ronja keine 15 Jahre alt ist, sondern schon ein paar Jahre älter gewesen. Der Obduktionsbericht, der hat sich hierzu ausgeschwiegen. Es ist für das Strafmaß unerheblich, ob sie mit falschen Altersangaben hierher gekommen ist oder nicht. Aber es wird gleich, wenn ich euch die Geschichte zu Ende erzähle, wichtig sein zu wissen, ob sie 15 ist oder etwas älter. Wenn sie 15 ist, wie angegeben, hätte ihre Mutter das Kind mit 19 bekommen. Jetzt nehmen wir mal an, sie ist 3 oder 4 Jahre älter. Dann hätte die Mutter das Kind so früh bekommen, dass der Sex in einem Alter stattgefunden hätte, was in Deutschland schwierig wäre. Wir wissen, im Koran ist das erlaubt. Der Vater der Getöteten, der mutmaßliche Mörder, ja, sie ermitteln zwar immer noch wegen Totschlag, sie suchen noch die Mordmerkmale. Und da muss ich nochmal darauf hinweisen, wir haben endlich diese Gesetze zu ändern. Jeder, der einen anderen Mensch umbringt, ermordet ihn. Dieses juristische Totschlagargument, also könnte ich kotzen. Der Vater, der 39-jährige Afghane hier, er lebt schon seit 2016 in Deutschland. Die Mutter lebt seit 2015 in Deutschland. Es ist unklar, wer jetzt die Tochter mitgebracht hat, vermutlich mal die Mutter. Aber hier ist die Frau zuerst ausgereist, vor dem Vater. Das ist sehr untypisch für solche Familien. Normalerweise wird immer ein Kind oder ein erwachsener männlicher der Familie vorgeschickt. Er ist vor allem kein unbeschriebenes Blatt. Er ist schon strafrechtlich in Erscheinung getreten wegen Körperverletzung und wegen Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz. Er hat eine Aufenthaltsgestattung. Es ist unklar, ob er hier einen Aufenthaltstitel hat, einen regulären. Es könnte auch einfach nur eine Duldung sein, dass er unter subsidiärem Schutz steht, den wir ihm einfach entziehen könnten. Und wir haben hier schon wieder das Problem, er ist seit 2016 hier. Ja? Er ist straffällig geworden. Nach meiner Auffassung, wie wir die Gesetze in diesem Land zu ändern haben, eine Chance hat jeder verdient, das heißt die Körperverletzung, okay. Und dann bei Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz hätte ich ihm die Ausreisepflicht auferlegt und hätte ihn abgeschoben dahin, wo er herkommt. Dann könnte Ronja heute vermutlich noch leben. Allerdings, die Mutter,
hat auch ihr eigenes Kind gehasst. Schauen wir hier mal kurz rein. Sie ist nach Hause gegangen, ganz oft, und ihre Eltern haben sie rausgeschmissen. Ihre Mama hat immer zu ihr gesagt, du bist tot für mich. Du bedeutest mir nichts mehr. Ihre Mama hat immer wieder so gesagt, das hat sie richtig verletzt. Ich glaube, weil die dachten, dass denen ihre Tochter denen ihren Namen in Dreck zieht. Das war eine Freundin der Getöteten, die hier noch andere Dinge gesagt hat, zum Beispiel, dass der Vater öfter gegen die Tochter geschlagen hat, bis die Tochter alt genug war und angefangen hat, zurückzuschlagen. Und mit 15 Jahren zurückschlagen gegen den Vater, der 39, schwierig, schwierig. Gehen wir mal davon aus, Ronja ist schon 18 oder 19, schon eher vorstellbar. Jetzt gibt es hier das Problem, sie hätte hier Kontakte zu älteren Männern gehabt. Es steht im Raum, dass sie eine sexuelle Beziehung zu einem 40-jährigen Mann gehabt hat, was als 15-Jährige in diesem Land auch nicht geht. Ronja ist allerdings polizeibekannt. Sie ist mindestens einmal erkennungsdienstlich behandelt worden von der Polizei. Das heißt, Fotos, Messen, Wiegen, Fingerabdrücke, volles Programm. Warum? Darüber schweigt die Polizei aktuell. Es steht der Verdacht im Raum, dass es um Drogen geht. Und Ronja, die Getötete, hat hier Verbindungen zum Exerzierplatz in Pirmasens. Der Exerzierplatz ist hier ein heißes Pflaster. Es gab hier im September drei junge Männer in Pirmasens, die mit Macheten und Kurzwaffen aufeinander losgegangen sind. Es gibt hier über 100 Polizeieinsätze in den letzten Monaten. Der Artikel ist paar Wochen alt. Es ist also quasi der Brennpunkt, der Migrationsbrennpunkt in Pirmasens, an dem sich die 15-Jährige hier mit aufgehalten haben soll. Ob das jetzt am Ende was damit zu tun hat, dass sie Beziehungen zu älteren Männern hat, kann man nicht sagen. Allerdings ist es mal wieder typisch auffällig. Es kommen Leute hierher, die hier Schutz suchen und dann fangen sie an, die Gesetze dieses Landes zu ignorieren. Der Vater, der strafrechtlich verurteilt ist, mindestens drei Strafverfahren hat es gegen ihn gegeben. Nach dem zweiten hätte man ihn aus dem Land werfen müssen. Dann könnte Ronja heute vielleicht noch leben. Aber vielleicht ist Ronja ja auch einfach schon ein bisschen älter. Sie wird es uns nicht mehr beantworten können. Es ist eine traurige Geschichte, aber sie zeigt einmal mehr, wie die Integration in diesem Land nicht stattfindet. Sie sind seit 8 bzw. 9 Jahren hier. Und jetzt gibt es hier einen Ehrenmord mutmaßlich, wobei mutmaßlich, naja, mit Ehre hat nichts zu tun, wer sein Kind tötet, aber das verstehen diese Leute nicht, ja? Das sind Leute, die kommen aus archaisch geprägten Kulturkreisen, wenn selbst die Mutter sagt, du bist für mich gestorben. Also, nee, das möchte ich nicht in meiner Gesellschaft haben. Das ist pervers teilweise, das ist asozial, aber die Grünen, sie wollen das importieren. Sie sagen, es macht nichts, wenn wir Muslime von überall auf der Welt zu uns holen, egal wer sie vorher waren, was sie vorher gemacht haben. Wir wissen nicht einmal, ob diejenigen, die zu uns kommen, in ihren Heimatländern schon straffällig gewesen sind, weil 57% kommen ja ohne Papiere. Aber wenn ich mich jetzt weiter aufrege und echauffiere, bin ich wieder der böse Nazi, der Rechtsradikale, der AfD-Supporter und weiß der Geier was, und ich sage einfach nur, nein, ich bin Familienvater und ich möchte, dass meine Kinder in einem Land aufwachsen, in dem es einigermaßen sicher ist. Dass es hier nicht sicher ist, sehen wir jeden Tag, alle 20 Minuten wird eine Messerattacke verübt, und das war zu meiner Kindheit anders. Ich bin noch nicht so alt, ich kann mich noch gut daran erinnern, es war alles besser. Ja, es war anders, aber denken wir zurück an die Nullerjahre, 20 Jahre einfach mal zurück. Wo war denn hier das Problem der inneren Sicherheit? Also, da sind die Grundschüler noch alle von ganz alleine in die Schule gegangen und es ist nichts passiert, ja? Und heute? Heute? Wir leben im besten Deutschland aller Zeiten. Dieses Land hat fertig, nur es hat ihm noch nicht jemand gesagt. Frau Faeser ist durchgefallen, Herr Scholz ist durchgefallen, von den großen Abschiebeankündigungen sind, ja, wir werden in zeitnaher Zukunft ein paar Dutzend Leute abschieben. Punkt. Sie meinen ernsthaft, damit gewinnen Sie die Wahl im Osten? Sie werden wohl eine Realitätshärtung brauchen bei den Landtagswahlen im Osten, wenn die Ampelparteien geschlossen aus den Landtagen fliegen. Dann möchte ich noch mal sehen, wie Sie sich legitimieren wollen in Berlin.
Mit einem dann 3 Jahre alten Ergebnis, angenommen, Sie fliegen in Thüringen raus und in Sachsen raus. Danach sieht es im Moment aus. Die einzigen, die in Sachsen noch drin sind, ist die SPD mit 7, so viel Prozent. Ansonsten hätten wir in Thüringen und in Sachsen jeweils einen Landtag ohne Grüne, ohne FDP und ohne SPD. Und dann wollen Sie im Bund die Regierung stellen. Ganz mein Humor, Leute, ganz mein Humor. Merkt euch den 19.07., das ist der Tag, an dem die Grenzkontrollen zu Ende gehen sollen, obwohl Herr Scholz inzwischen gesagt hat, wir werden es darüber hinaus auch tun müssen. Das ist offensichtlich, hat er wirklich gesagt. Allerdings war Frau Faeser nicht dabei. Ich bin gespannt, wie das hier ausgeht oder ob Sie sich vorher am Haushalt zerlegen und dann. Stellt euch das mal vor, wir zerlegen uns jetzt in den Haushaltsberatungen, wir werden Europameister und kurz danach platzt die Regierung, es gibt Neuwahlen und im Zuge dieses Chaos wird man dann einfach die Grenzkontrollen vergessen und verschleppen und dann mach wieder hoch die Tür, mach weit das Tor, lasst sie alle rein und unsere Familien, Freunde und Bekannte abstechen, vergewaltigen und ermorden. Das ist leider die bittere Realität. Wer das noch nicht begriffen hat, der lebt in einem anderen Deutschland als ich. Ich sage, bis bald, abonniert den Kanal, abonniert auch Telegram, dann verpasst ihr nichts mehr. Bis bald.